Hallo und herzlich willkommen zurück. Warte mal, den Fenster schließen. So, jetzt ist Ruhe hier, die Vögelei hier. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dummy Talk. Natürlich mit mir, dem Dominik. Heute geht es natürlich wieder um Gaming News und um Gaming News und um Gaming News. Heute geht es eigentlich nur um Gaming News, also bleibt dran. Wieder chronologisch an, also vom 14. September bis zum 20. September, also den Sonntag oder Montag bis Sonntag. Und zwar die erste News ist, ja, es geht um Need for Speed. Ich muss das jetzt nur kurz öffnen, das hat sich gerade hier geschlossen, das blöde Ding. Und zwar, Need for Speed sollte ja eigentlich für alle Konsolen, auch für PC, am 5. November 2015 rauskommen. Leider wird Need for Speed für den PC nicht am 5. November rauskommen, sondern erst im Frühjahr 2016. Ghost Games, der Entwickler von Need for Speed, hatte das in einem Blogpost erwähnt und hat es gut begründet, muss ich auch dazu sagen. Und zwar, die ganze Community hat darum gebeten, kein Framelock zu haben oder keine FPS-Limitierung zu haben. Also keine 30 Frames oder 60 Frames maximal, sondern unendlich, so viel wie geht. Also das ist wie V-Sync, falls ihr das mal in den Spielen gesehen habt. V-Sync bewirkt auch, dass das ganze Zeit eine standhafte FPS-Anzahl hat, wie zum Beispiel 30 oder 60. Das sind immer so die Standarddinger. Und ja, Ghost Games hat in einem Blogpost erwähnt, dass sie das Spiel um ein halbes Jahr verschieben werden, nur wegen der FPS-Limitierung. Aber alle Updates, sowie die optimierte Grafik und alle Updates, siehst du, das war's eigentlich, wird in der PC-Version schon verfügbar sein. Die denn in den Zeitraum zwischen dem Release von dem PC und der Konsole, oder der Konsole und dem PC, da gibt es ja viele Updates, zum Beispiel Bugs, die in dem Spiel sind, werden behoben und sind dann auch direkt behoben. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Bugs, aber nun gut, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Das nächste Thema hat was mit Nintendo zu tun. Und zwar ist am 11. Juli Satoru Iwata gestorben oder verstorben. Das war der Präsident von Nintendo. Und Nintendo hat jetzt für ein einziges Jahr einen neuen Präsidenten. Und zwar Tatsumi Kishima wurde als neuer Präsident gewählt. Aber nur für ein Jahr. Es hat einen guten Grund. Und zwar hat Satoru Iwata sich einen Frischling gewünscht als nächsten Präsidenten. Also der nicht etwas älter ist, sondern etwas jünger. Und das werden sie denn noch finden. Also den werden sie noch finden. Das ist jetzt nur eine Übergangslösung. So haben sie es erwähnt. Und ja, ich hoffe, Nintendo bleibt so, wie es war und ist. Oder wird vielleicht noch besser. Ja, mal gucken. Ich habe leider keine Nintendo-Konsole. Was ein bisschen schade ist eigentlich, aber gut, das ist mal zu erwähnen, dass die einen neuen Präsidenten haben. Nächstes Thema. Nächstes Thema hat was mit meinem Lieblingsspiel zu tun, und zwar Counter-Strike Global Offensive. Wer mich kennt, ja, der kennt mich. Ich raste gerne mal aus bei Counter-Strike Global Offensive, wenn man irgendwie, so wie ich meistens, immer oben stehe und die ganzen anderen Lappen, also dann regt man sich doch so ein bisschen auf, weil man gut gespielt hat, die anderen vielleicht nicht. Und naja, auf jeden Fall hat Counter-Strike Global Offensive ein neues Update bekommen. Und zwar der Patch enthält unter anderem neue Animationen der Spielercharaktere sowie Waffen und nimmt Änderungen an der Hitbox vor. Ja, also die Hitboxen, das ist das, wie man den Spieler trifft, wenn er springt. Ja, manchmal springt er ja, das ist jetzt mal sein Fuß hier, ne? Ich muss das jetzt mal ein bisschen doof zeigen. Das ist sein Fuß hier und du siehst ihn hier, na, ich erkläre es gerade ein bisschen doof, aber egal. Hier ist sein Fuß, du siehst ihn hier, aber im Spiel ist sein Fuß noch hier, weil sich der Spieler langsamer bewegt. Und das haben sie jetzt angepasst. Also wenn der springt und der Fuß ist hier, ist der Fuß auch da, im Spiel. So, ich hoffe, ihr habt mich verstanden, war ein bisschen doof, aber ja. Die ganzen Patch-Notes werde ich nicht vorlesen, weil das ist zu viel. Dann würdet ihr direkt abschalten. Deswegen lasse ich das mal sein. Und ja, zudem hat das Team ein Problem beseitigt, bei dem Teile einer Waffe durch Türen, Wände oder andere Oberflächen durchgucken konnten. Nächstes Thema. Das nächste Thema ist Just Cause 3.
Ich habe, glaube ich, noch nie über Just Cause 3 gesprochen in einem Dummy-Talk. Naja, mal was Neues. Und zwar, Just Cause 3 ist in Deutschland ungeschnitten und ab 18. Also, ihr seht Blut. Punkt. Ja? Also, die USK hat eben halt entschieden, ja, das Spiel ist ab 18 und darf auch ungeschnitten sein, weil, hier, ich zitiere mal kurz, abgesehen von einigen Spielereien mit der Physik-Engine sind die Spiele dieser Serie nie durch extreme Brutalität, Verstümmelungen oder der Darstellung von großen Blutmengen aufgefallen. Siehst du? Deswegen ist es ungeschnitten und ab 18. Das nächste Thema hat was mit YouTube Gaming zu tun, was wir leider in Deutschland nur geringfügig nutzen können. Beziehungsweise die Livestream-Funktion können wir nicht nutzen. YouTube Gaming ist schon seit einigen Wochen online und ja, es ist ausgelegt nur für Games, also nur für Spiele von auf YouTube. Du hast also deinen Channel mit Games und ja, das kannst du auch da so sehen. Wir haben auch eine eigene Seite, aber wir können leider darüber nicht livestreamen. Wir haben es schon mehrmals probiert. Es funktioniert leider nur, wenn man mit VPN seine IP ändert und dann kann man den Livestream gucken. In Deutschland ist er leider wegen Rechtsschutz oder so irgendwie ja nicht verfügbar. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zu den News, was ich jetzt sagen wollte. Und zwar, so, bald sind Livestreams auch von Android-Geräten möglich. Google und Android ist ja wie Feuer und Flamme. Deswegen erstmal nur Android. Und zwar, ich lese mir auch mal kurz vor. Livestreams von Spielen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, bla bla bla. Ja, okay. Ja, momentan findet ja die Game Show in Tokio statt. Siehst du, das habe ich auch nicht erwähnt. Siehst du, sehe ich auch gerade hier das erste Mal. Und zwar wird es irgendwann ein Update geben, so wie ich das jetzt hier herauslese. Und man kann denn damit mit den Android-Spielen, also mit den Spielen, die man auf einem Android-Gerät spielt, nicht auf so einem Gerät hier, kann man denn Livestream, aber wir in Deutschland, das bringt uns nichts. Auf jeden Fall soll es denn auch eine Möglichkeit geben, die Frontkamera zu aktivieren, also die hier, also ne, die zu aktivieren und ein Headset anzuschließen, was echt cool ist, weil dann hast du eine bessere Soundqualität und hast auch noch irgendwie so eine Facecam mit drin. Ist ganz lustig, aber das ist für mich irrelevant. Ich habe erstens kein Android-Gerät und zweitens, Livestreams in Deutschland sind sowieso nicht online. Punkt. Nächstes Thema. Das nächste Thema hatten wir schon mal angesprochen in einem anderen Dummy-Talk. Und zwar soll ja Star Wars Battlefront angeblich dedizierte Server haben. Dies hat DICE nun endlich bestätigt. Dedizierte Server sind Server, die ein Spieler leitet. Also einer ist der Host. Und es gibt keine eigenen Server von DICE, sondern der Spieler ist der Host. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Tim-PC hat, und eine Bambusleitung ist schon mal scheiße. Dann kannst du das Spiel kaum flüssig spielen, weil zu einem der PC nicht gut genug ist, um den Server zu leiten. Wenn du jetzt irgendwie mit 32 Spielern auf einer Map spielst, dann weißt du selbst. Und dann noch so eine Bambusleitung hast, womit du noch nicht mal wirklich online auf Google gehen kannst, ja, was googeln kannst. Und dann versuchst du noch ein Spiel zu leiten, na dann Prost Mahlzeit. Ja, DICE hat es jetzt endlich bestätigt, dedizierte Server wird es geben. Also gut, nächstes Thema. Das nächste Thema hat, ich habe ja gesagt, es wird eigentlich heute nur Spiele-News geben, aber ein Thema muss ich mit reinnehmen, was nicht wirklich mit Spielen zu tun hat. Und zwar ist das für mich eigentlich sehr interessant, weil ich in dieser Branche mitarbeite. Und zwar bin ich ja als Fachinformatiker in der Anwendungsentwicklung tätig und programmiere Webseiten, also Funktionen für Webseiten und so weiter und so weiter. Na? Ihr wisst Bescheid. Und zwar hat jetzt mal Google ein paar Informationen rausgehauen zu ihrem Quellcode, beziehungsweise den ganzen Code. Und zwar sind das 2 Milliarden Zeilen und insgesamt 86 Terabyte groß. 86 Terabyte groß. Hui. Ich habe mir letztens erst eine 3-Terabyte-Festplatte gekauft und die ist für mich eigentlich schon riesig. Aber 86 Terabyte. Ja, ne? Das war's. Und das war's eigentlich mit den ganzen News. Es
gibt eigentlich gar nichts zu sagen zum Thema YouTube und den Kanal. Ja, das war's eigentlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Feedback da lassen würdet. War eine recht kurze Folge. Ich stehe leider ein bisschen jetzt unter Zeitdruck, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also, bis zum nächsten Dummy Talk mit mir, dem Dominik. Tschüss, haut rein und auf Wiedersehen.